der Macht. Wer er Tag so Nacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt? Hopp, die Eule. Tok, tok, der Specht ist auf dem Spielplatz. Hallo, Tok, Tok. Lass deinen Laster die Rutsche runterfahren. Im Ladekasten des Lasters sitzt dein Spielzeugpinguin. Tok, Tok fährt ihn spazieren. Jetzt fahren wir Karussell. Spring rauf, Tok Tok. Das Karussell dreht sich aber schnell. Wo gehst du denn hin, Tok Tok? Das ist aber eine große Rutsche. So kommst du aber nicht hoch. Nein, mit Anlauf klappt's auch nicht. Ups. Wir müssen einen anderen Weg finden, um hochzukommen. Ich frage mich, wo diese Türe hinführen könnte. So gehen die Türen nicht auf. Drück auf den Knopf. Prima, die Türen sind offen. Tok Tok, warte. Oh, da kommt Hopp Hopp die Eule. Ein Aufzug. Aha. Man kann also mit dem Aufzug zur Rutsche hochfahren. Und der rosa Knopf ruft den Aufzug. Drück nochmal. Warte. Ich zuerst. Na komm. Die Türen schließen sich. Drück auf den nach oben Knopf. Der Aufzug fährt hoch. Lass uns aussteigen. Nein? Ja, was ist denn? Du hast deinen Laster vergessen. Sollen wir ihn holen gehen? Los geht's. Der Aufzug fährt runter. Wir müssen den Aufzug widerrufen. Zuerst die Großen und dann die Kleineren. Nein, Tok Tok, du darfst nicht auf alle Knöpfe gleichzeitig drücken. Oh, lass den Unfug. Der Lift könnte kaputt gehen. Oh. Der kleine Pinguin fährt die Rutsche runter. Und jetzt Tok Tok. Juhu! Das hat Spaß gemacht. Die Ameisen versuchen, den Aufzug zu rufen. Sollen wir ihnen helfen? Hopp Hopp nimmt eine Schachtel mit einer Überraschung mit nach oben. Was da wohl drin ist? Mach sie auf, Hopp Hopp. Das sind farbige Bälle. Wie schön sie die Rutsche runterrollen. Die Vögel haben sich mal wieder ein lustiges Spiel ausgedacht. Schau mal, was Hopp Hopp da macht. Habt ihr ihn schon entdeckt? Hopp Hopp die Eule. Guten Morgen.
Papap schläft noch. Der Moskito summt und stört Papaps Schlaf. Aua! Hab keine Angst, Hop-Hop. Das ist nur Tok-Tok. Ein Moskito wollte dich stechen, aber Tok-Tok hat ihn verscheucht. Moskitostiche sind unangenehm. Moskito! Hop-Hop schleicht sich vorsichtig an den Moskito an. Ha! Er ist weggeflogen. Haha, die Vögel jagen den Moskito nach. Oh, er ist aus dem Fenster geflogen. Der Moskito hat sich aus dem Staub gemacht. Oh, Vorsicht, kleine Eule! Was haben wir denn da? Etwa ein neues Spielzeug? Tok, Tok, das ist kein echter Moskito. Stopp! Auf dem Spielzeug ist nur das Bild eines Moskitos. Haha, Tok, Tok rennt dem Puck hinterher. Wow, eine Rutsche. Und hier haben wir noch mehr Pucks mit Bildern von Insekten drauf. Ameise, Schmetterling, Marienkäfer. Spielen wir! Springen! Der Puck mit der Ameise drauf rollt runter. Jetzt der Schmetterling und der Marienkäfer. Das ist ein echter Marienkäfer. Nein, Tok Tok, tu ihm nichts. Hop Hop, was hast du denn vor? Hop Hop lässt den Puck mit dem Marienkäfer drauf die Rutsche runterrollen. Sollen wir nochmal spielen? Schmetterling. Marienkäfer. Moskito. Ameise. Schaut mal, der Moskito ist wieder da. Fangt ihn. Hop, Hop, die Eule.
Das ist das Haus von Tok Tok. Hop Hop und Tok Tok sind mit dem Motorrad unterwegs. Hallo. Wohin die beiden wohl fahren? Das sind Garagen. Sieh mal. Ah, Kugeln. Und ein Bauhelm. Haha, der steht dir wirklich gut, Hop Hop. Tok Tok, mach du jetzt die grüne Garage auf. Grüne Kugeln. Und noch ein Helm. Spring hoch. Hier sind ganz viele Bauklötze. Ha, Hop Hop hat sich versteckt. Psst. Tok Tok wird ihn jetzt suchen. Hop Hop, wo bist du? Kuckuck. Tok Tok sucht die kleine Eule. Hinter dem gelben Würfel ist er nicht. Hinter der Pyramide auch nicht. Wo kann er nur sein? Kuckuck. Kuckuck. Ah, hast du das gehört? Hurra, gefunden! Lasst uns jetzt bauen. Das ist eine Planierraupe. Sie hat vorne ein großes Stahlschild. Damit kann sie verschiedene Bauklötze schieben. Los geht's, Tok Tok. Lass uns den roten Würfel verschieben. Und wer hat den grünen Würfel heruntergelassen? Das war Hop Hop. Die kleine Eule steuert den Bagger. Das ist eine grüne Pyramide. Fertig ist der erste Turm. Haha, Schneckchen, magst du mitfahren? Hop Hop steuert den Bagger sehr gekonnt. Wow, die beiden Freunde haben ein Schloss gebaut. Es fehlt nur noch das Dach. Hier ist es, ein gelbes Dach. Stellen wir die beiden Bauwagen ab. Und jetzt wird gespielt. Die beiden haben viel Spaß. Wie wäre es, wenn du auch ein Schloss aus Bauklötzen baust? Schaut mal, was Hop Hop da macht. Wer er Tag so lacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt? Thank you.
die Eule. Tok Tok, der Specht winkt uns zu. Hallo Tok Tok. Suchst du Hop Hop? Kuckuck. Haha, weißt du, wo er sich versteckt hat? In der Spielzeugkiste. Hallo. Oh, was ist denn da los? Die Spielzeugkiste bewegt sich. Da scheinen viele Sachen drin zu sein. Vorsicht! Hop, hop! Hör auf, Spielzeug rumzuwerfen. Was sind denn das für Becher? Tok Tok hat Perlen gebracht. Haha, möchtest du Perlensuppe machen? Und was hat Hop Hop gebracht? Das ist aber schön. Na, ein Boot. Tok Tok, du kannst das Boot im Wasser schwimmen lassen. Das ist ein Rettungsring. Auf jedes Boot gehört ein Rettungsring. Prima! Haha, Tok Tok, was machst du denn da? Steck dein Flügel fest. Hop, hop, hilf ihm. Dankeschön. Ihr müsst die farbigen Becher auf dem Boot stapeln. Wisst ihr, wo sie hinkommen? Versucht, die Becher auf dem Boot zu stapeln. Erst den roten. Hop, hop, leer zuerst die Perlen aus. Schön vorsichtig. Gut gemacht. Hey, ihr beiden, wie viele Becher habt ihr denn? Eins, zwei, drei. Stapelt sie auf dem Boot. Rot, grün, gelb. Super. Hop Hop will das Wasser aufdrehen. Das Wasser läuft und das Waschbecken füllt sich. Das Waschbecken ist voll. Das ist ein See für das Boot. Setzt das Boot ins Wasser. Tut, tut. Das Boot fährt von einem Ufer zum anderen. Wir können die Becher mit Wasser füllen. Ein Wasserfall. Lasst uns das Wasser von einem Becher in den anderen füllen. Vom gelben Becher in den grünen. Vom grünen in den roten. Und vom roten
streicht sich Hop Hop die Flügel. Hey, Hop Hop, nicht neben das Waschbecken. Hop Hop, wo willst du denn hin? Renn hinterher und schau, was er vorhat. Hop Hop möchte das Boot im Pool schwimmen lassen. Hier hat es viel mehr Platz. Es schwimmt. Der Schmetterling möchte mit dem Boot fahren. Schaut mal, was Hop Hop da macht. Wir ehren Tag so Nacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt? Hop die Eule. Auf der Straße liegt eine Angel. Ein Schmetterling. Tok Tok rennt ihm hinterher. Ha, er versucht ihn zu fangen. Tok Tok, schau auf die Straße. Vorsicht! Oh je, hast du dir wehgetan? Es geht ihm gut. Das ist eine Angel. Damit kann man Fische fangen. Haha, Tok Tok möchte damit den Schmetterling fangen. Es hat natürlich nicht geklappt. Wenn du angeln möchtest, musst du nach Fischen Ausschau halten. Schau dich um. Wo könnte es Fische geben? Im Beibecken. Im Becken schwimmen Spielzeugfische. Sie springen fröhlich in die Luft. Hier kann Tok Tok angeln. Er wirft die Angel aus. Du hast einen Fisch gefangen. Und wohin mit dem Fisch? In einen Eimer. Da ist einer. Versuch noch einen zu fangen. Die Angel ist ausgeworfen. Wir warten und warten. Es hat einer angebissen. Zieh ihn raus. Das ist der zweite Fisch. In den Eimer damit. Tok Tok wirft die Angel nochmal aus. Schaffst du es nicht, sie rauszuziehen? Was hast du denn gefangen? Eine Ente? Das ist ja ulkig. Tok Tok möchte es Hop Hop zeigen. Wer ist da? Tok Tok.
Hallo. Hallo, Hop Hop. Tok Tok hat neues Spielzeug gebracht. Eine Ente. Hop Hop, was suchst du denn in der Kiste? Das ist ein Musikspielzeug. Es sieht aus wie ein See. Haha, Tok Tok schlägt drauf, als sei es eine Trommel. Nicht so. Hop Hop zeigt, wie es gemacht wird. Man muss drehen. Und zwar so. Mama Ente und ihr Junges drehen sich zur Musik. Die beiden Vögel tanzen. Das ist ja ein tolles Musikspielzeug.